Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu... Yo, I am Brett. Also ein Spiel, das im Grunde genommen seit damals Octodad natürlich regelmäßig gefordert worden ist und im Prinzip dann jetzt mal im Angebot war für ein paar Mark 50 und deswegen... Ja, fehlen mir dann wohl langsam aber sicher die Ausreden, es nicht zu tun. Also in diesem Sinne, wir spielen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel früher dann natürlich... Das hat einen Story-Modus. Das Spiel hat einen Story-Modus. Damals ein paar Mal gesehen. Also ich sag mal so. Octodad war schon spannend. Ich glaube, das wird eine absolute Katastrophe jetzt. Aber wir werden sehen. Behandlungshinweise. Herr Merton verbrachte den Großteil der Sitzung im Gespräch über seine Vergangenheit. Vor allem, muss ich das jetzt wissen? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Oh Gott, werde Toast. Ja, wir haben es geschafft. RT. Moment. Oh Gott, nein. Oh nein, was muss ich tun? Moment, ich muss mich so mal... Ach du Scheiße. Okay, das wird fantastisch. Was ist meine Aufgabe? Was muss ich tun? Greifen. Was greifen? Was soll ich greifen? Wieso greifen? Ich kann doch nur laufen. Y. B. A. Ich kann den Stuhl umstoßen? Ja, geil. Also, nein. Nein, ich werde dreckig. Ich werde so dreckig. Ich bin doch kein Dreckspatz. Wir sind doch ein toller Toll. Das ist für die Leute, die das Spiel... Für die Leute, die dieses Spiel nicht kennen. Im Grunde genommen basiert die Schwierigkeit dieses Spiels, wenn ich das so richtig einschätze, und ich glaube, das tue ich für den Moment, im Prinzip zu 95% aus der verfickten Steuerung selbst. Und sind das alles Maden? Alter, komm mal klar, was ist das für eine hässliche, dreckige Küche? Lass mich in Ruhe. Ich dachte, ich mache eine Scheibe Brot auf mich. Warum sind das so verfickte Ameisen? Was muss ich überhaupt tun? Darf ich Jenga spielen? Ich würde gerne Jenga spielen, danke. Also, es ist im Grunde genommen... Jetzt dann, was diesen Kanal hier angeht, natürlich der legitime Nachfolger von Octodad. Und das war ganz fantastisch damals, für die Leute, die das nicht wussten. Ich würde so gerne mit Octodad, weil damals hatten wir noch keine Facecam. Das ist ja eigentlich schon beinahe schade. Also ich würde, im Prinzip hätte ich persönlich sehr viel Interesse daran, Octodad natürlich nochmal zu spielen. Mit Facecam. Dieses ganze Leid nochmal zu erleben. Also Spiele, auf denen, wo die Schwierigkeit aus der Steuerung kommt. Und so, also das ist natürlich, da bin ich natürlich ein riesen Fan von. Deswegen müssen wir das tun. Wo muss ich denn hin? Meine Zeit läuft. Ich gehe mal einfach und oh Gott, aber ich muss ja eigentlich nur abwechselnd Zeug machen. Weil ich muss mich bestimmt toasten gehen, oder nicht? Was macht denn so ein Toast so? Ich habe keine Ahnung, ich war ja noch nie einer. Aber das interessiert hier scheinbar auch keinen mehr, deswegen klettern wir einfach mal den verfickten Schrank hoch. Warum würde man das auch nicht tun? Weil Toast können, das hört auf jetzt. Das ist die wahre Geschichte. Dieses Spiel für die Leute, die das auch nicht eventuell... Nein! Für die Leute, die das eventuell nicht wissen, basiert natürlich auch auf einer wahren Begebenheit. Weil, also das ist im Prinzip... Ist es die... Oh, Gott, der Toaster. Im Prinzip ist es die Geschichte des kleinen Toast-Toasters, der damals, was genau geschieht? Geh da einfach rein. Der damals auf der Welt war und dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier zwingend getoastet werden. Also das ist die Geschichte. Mach mal klar. So, wir halten jetzt fest. Das ist die Geschichte des Toasts und der muss dann, weißt du, es ist ein Märchen von den Gebrüdern Schlimm, für die Leute, die das eventuell nicht kennen. Und da ist dann quasi unsere Aufgabe, laut dem Märchen damals, das ist ein sehr, sehr bekanntes Märchen eigentlich, aber viele Leute haben das aus irgendeinem Grund trotzdem nicht mitbekommen. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Nein, 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 nein. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel und es macht absolut Spaß. Oh, bitte, geh da einfach. Was muss ich denn tun? Was kann ich denn tun? Also, außer offensichtlich gebraten werden. Aber das funktioniert ja auch nicht so viel. Geh doch bitte einfach da... Du verficktes Stück Scheiße, gehst jetzt da hoch. Du dummes... Stück Brot. Toll, danke. Na, ich wollte dich doch jetzt einfach da fest, du Toast. Okay, Konzentration, wir müssen Toast sein. Wir müssen der beste Toast sein, der wir sein können. Und alles ist, fall doch nicht jedes Mal darunter, bist du so doof? Ja, scheinbar schon. Fantastisch, aber die Frage ist natürlich jetzt, ja, was erwarte ich von einem Stück Brot? Das ist jetzt die Frage. Also wahrscheinlich sind meine Erwartungen allerdings auch von diesem Ding nicht...
so wirklich zu erfüllen, aber dafür RB. RB 7 nach, keine Ahnung. Wanne Eickel oder so. Also da fährt mit Sicherheit ein RE7 hin. Da muss man jetzt dann nur mal genau hingucken. Darf ich bitte einfach hier rein? Ich bin stundenlang auf diesem. Ich müsste längst braun sein. Nicht? Scheinbar nicht. Was ist meine verfickte Aufgabe überhaupt? Warum existiert dieses Spiel? Und dann wundern sich Game Developer, wenn plötzlich die Kunden das Vertrauen in Game Developer verlieren. Weißt du? Das ist ein Missbrauen des Vertrauens. Das läuft so nicht. Ich bin doch da drauf. Moment, da hinten ist ein Herd an. Nachdem ich mich jetzt eine Viertelstunde mit dem Scheiß hier abgerackert habe, gehe jetzt einfach auf den Herd. Ich gehe jetzt einfach auf den verfickten Herd. Du kannst mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Der Toast sieht aus wie, als hätte er verfickten Hodenmumps. Aber ist egal, wir nehmen das so, weil wir sind ein toller Toast. Ich bin ein großer toller Toast und jetzt lass mich da einfach nur hoch. Ich werde immer ungenießbarer und das ist nicht nur im Spiel. Nein. Warum will mich alles tot sehen in diesem Spiel? Ich habe nur noch 30% Genießbarkeit, das ist ja fantastisch. Ganz ehrlich, nein, es sind maximal noch 2%, wenn du so weitermachst. Können wir in diesen scheiß Ofen rein. Wie viel Masse hat dieser Toast, dass das passiert? Ich habe noch... Okay. Ich gebe dir gleich verfickt... gib mir eine 5, ich war ein guter Toast. Bis das Spiel beschlossen hat, okay, hier ist der Toast, der passt gar nicht rein, obwohl es Toast da ist. Also okay, wir gehen mal erstmal zurück zum Menü. Ich versuche jetzt mal einfach irgendwas anderes. Das ist ein Story-Modus, Alter. Das hat noch mehr Bagelrennen. Was ist Bagelrennen? Möchte ich wissen, was Bagel... Ich möchte, glaube ich, nicht wissen, was... Ja, rennen. Gerne. Weg von diesem Meisterwerk. Was? Nein. Oh ja, oh schön auch. Das, ich meine gut, auf der anderen Seite habe ich jetzt nur zwei Sachen, die ich irgendwie kaputt machen oder falsch machen kann. Geh doch einfach mal zu der anderen Seite. Und dann ist das alles ganz fantastisch. Oh schön. Das ist natürlich schön. Nein, das ist natürlich gut zu wissen. Gut zu wissen, dass dieses Spiel... ohne Scheiß, ich rufe gleich Satan. Wobei Satan vermutlich dieses Spiel eigentlich ist. Ist, verstehst du? Ha! Nein. Bleib da oben. Wo muss ich hin? Nein! Es ist alles schrecklich. Dass dieses Spiel auch noch verfickte mehrere Spielmodi hat, um Leute noch mehr zu quälen. Das ist natürlich ganz fantastisch. Werde ich jetzt sauberer, wenn ich da reingehe, oder werde ich jetzt wieder ungenießbar? Dein Arsch ist ungenießbar. Oh nein, ich werde zu heiß. Werde ich hier drauf gebrutschelt? Nein, was passiert? Oh, alles ist zu schnell. Alles ist grausam. Oh nein. Ich weiß nicht, was passiert. Da unten, warum muss ich jetzt immer... Jetzt erzähl mir, am Ende wird mir wieder erzählt, ich sei ungenießbar, weißt du? Das Spiel sagt, geh mal hier ins Katzenklo rein. Und dann sagen sie am Ende, ja, aber ganz schön am Stinken. Kann ich doch nichts zu, wenn ihr mich in Katzenkacke schickt. Ich bin unschuldig. Versteht ihr das nicht? Was für eine Zwischenzeit? Was muss ich tun? Noch mehr von diesen scheiß Tellern einsammeln. Toll. Warum... Okay, sind hier noch mehr Teller. Ich bin ein lustiger, rollender Bagel. Es ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich bin so wunderschön und so wunderschön. Nein. Du wirst ja jetzt nicht noch runterfallen. Wir werden jetzt nicht noch... Warum sind hier wieder dumme... Was ist das für eine verfickte, ungepflegte Wohnung? Am Ende bin ich dann schuld. Du, weißt du, ich kann nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht... Als das Brot dieser Welt kann ich nicht für alles Verantwortung übernehmen. Ich komme dann so an meine natürlichen Grenzen. Verstehst du das? Das ist... Weißt du, da musst du einfach... Oh Gott, da musst du einfach auch mal... Na, warum bin ich auf einmal so schnell? Na, weil es ein Bagelrennen ist, du Trottel. Oh, habe ich gewonnen? Danke. Ich bin am Ziel angekommen und du gibst mir eine 5. Bist du kackendreist oder bist du kackendreist? Das ist eine glatte 1, die ich hier verdient habe, mein Freund. Was ist das denn? Ich habe gewonnen. Wieso? Oh. Randale. Ja, wir müssen zwingend mehr Randale machen. Baguette. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt ein Baguette bin, mit dem ich jetzt randaliere? Zerschmettere alles. Ja, das kann ich. Ja, da bin ich quasi Profi. Sagt er und zerschmetterte nichts. Ich bin ein zerstörendes, verficktes Baguette. Ein Traum. Auf der anderen Seite, weißt du, erfüllt dieses Spiel dann doch wieder...
Träume und Wünsche und warum fliege ich plötzlich durch die Pampa? Ich sehe nichts, aber ich fliege. Gut, man muss dann schon mal Prioritäten setzen. Können wir bitte aufhören? Danke. Oh. Oh, die Kamera. Oh, die Kamera. Und ich beschwere mich über Mario Galaxy. man ist einfach zu verwöhnt heutzutage. Das ist, ja, geil auch. Danke. Ich möchte diese ganzen Gläser da zerstören. Im Moment habe ich sogar eine 4. Im Moment hätte ich sogar eine 4. Geh doch bitte einfach zu diesen scheiß Gläsern, du dummer... Gebackener Penis. Das ist das. Das ist das, was ich jetzt bin. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein graziles, ein wunderschönes, ein leckeres, ein schmackhaftes Baguette. Hört auf jetzt. Das sind meine Träume und da müssen wir jetzt... Die muss man mir dann auch manchmal lassen. Auch ich brauche Träume. Ich brauche das Gefühl von Sicherheit. Und dafür muss man dann manchmal halt ein Baguette sein und über den Boden schleichen. Ich habe 3 Millionen Punkte. Ich weiß nicht wodurch oder warum, aber ich habe 3 Millionen Punkte. Aber dafür bin ich auf der anderen Seite auch ein springendes Baguette. Also, mein... Die Realisierung, dass dieses Spiel jetzt ab sofort für mich zugänglich ist, ist eine sehr, sehr schlimme Realisierung, muss ich gestehen. Also das... Oh, nein. Es ist weiterhin für mich... Oh, geh bitte da weg. Es war eine sehr viel einfachere Zeit ohne dieses Spiel, aber das ist egal. Wir kriegen hin und wir werden als das grazile Baguette, das wir sind. Weiter. Den Kühlschrank... Was? Wieso denn? Achso. Ich habe eine 3 bekommen. Nehme ich so. Nächster Tag. Ich gehe da mal zurück. Ich versuche es einfach mal. Wir versuchen einfach noch ein paar Spielmodi, weil man muss ja Abwechslung reinbringen. Käsejagd. Ich bin ein Knäckebrot auf Käsejagd. Man muss sich mal vorstellen, was hier passiert. Das ist dann immer so, ich rede häufig davon, Ziege. Ich rede häufig davon, dass Videospiele einen Sachen erleben und machen lassen, die man ja im wahren Leben nicht machen kann. Dieses Spiel befähigt uns dazu, ein Baguette zu sein, das Dinge zerstört. Ach du Sch... Ah. Das ist der Traum. Alle meine Träume, die... Danke Indie-Developer für diese wunderschöne Kooperation. Ich habe keine Ahnung, weil ich... Oh, ich bin eine Ziege, die an ihr... Ich weiß gar nicht, wie kommt sowas... Wie kommt sowas bitte zustande, Alter? Das darf doch nicht existieren. Ist das überhaupt legal? Jetzt mal ohne Scheiß... Ist dieses Spiel überhaupt legal? Was zur Hölle, Alter? Warum existiert das? Aber dafür habe ich auf jeden Fall schon mal, eine 4. Also das ist auf jeden Fall schon mal, da kann man schon mal drauf aufbauen. Grazile Ziege, die ich ja nun mal bin. Ich würde gerne auf den Tisch klettern, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Stattdessen werden wir einfach noch mehr Sachen zeigen. Oh Gott, was? Einfach nur was? Es ist wunderschön. Hier ist nichts zum Zerstören. Gib mir doch wenigstens Sachen, die ich kaputt machen kann. Und werfen die einfach... Ich möchte übrigens anmerken, dass ich, was Ragdoll-Effekte angeht, sehr viel zu... Da bin ich deutlich zu einfach zu unterhalten. Also sobald ein Ragdoll-Effekt auch nur im Ansatz irgendwo zu erkennen ist, habe ich eigentlich schon verloren. Also da habe ich dann im Prinzip, kriege ich dann schon keine Luft mehr. Das ist vermutlich offensichtlich, aber das wäre dann jetzt auch der endgültige Beweis dafür. Können wir bitte einfach voranschreiten? So, geh jetzt dahin. Ich will zu dem Schrank. Bitte lass mich den Schrank zerstören. Komplett. Nein, du sollst zu dem Schrank. Verstehst du nicht, was du machen sollst? Das ist ein Katzenklo, kein Ziegen... keine Ziegentoilette. Das ist was anderes. Das verstehst du scheinbar nicht, weil... Ja, gut, auf der anderen Seite bist du halt auch nur ein verfickter... Oh Gott. Was ist dieses Spiel, meine Damen und Herren? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und nein, wir... Wir werden den Story-Modus vermutlich nicht durchspielen. Gott, ich möchte darauf hinweisen, dass einer von euch, danke Falke, mich darauf hingewiesen hat, dass dieses Spiel im Angebot ist, was dann jetzt, wie gesagt, dazu führte, dass ich keine Ausreden mehr hatte, dieses Spiel nicht zumindest mal zu testen, nachdem wir ja Octodad schon mal hatten. Danke für den Hinweis, meine Damen und Herren, Like-Button kaputtkloppen in den Kommentaren. Alter, was bitte ist gerade passiert? Bitte eine Erklärung.
Vielen lieben Dank, dass du da wartet, Hof. Heilige Scheiße. Und hochoffiziell, wie ich glaube, ich halluziniere. Das macht gar nichts. Hochoffiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, meine Damen und Herren. Tschüss.